Eigentlich wollte ich nur eine Folge aufnehmen, aber weil ich diesen Cliffhanger gemacht habe, mache ich jetzt direkt weiter. Weil ich halt selbst wissen will, wie es weitergeht. Aber ich denke, das wird sich noch eine Weile ziehen hier, das Ganze. So. Das hatte ich ja letzten Part schon übersetzt, glaube ich. Vielleicht auch nicht, ist mir auch egal. So. Yep, ich hatte recht. Und jetzt geht's los gegen Snake im Head Concept. Level 52, okay, damit komme ich noch zurecht. Womit ich weniger zurechtkomme, ist eine Typenkombination. Okay, keine epische Musik oder so. Das ist gleich wie vorher. Machot ist jetzt auch nicht so stark. Mehr später auf Psybeam vertrauen, auf Surfer vertrauen. Ah, es dauert mir schon wieder zu lange hier, das Ganze. Ah, Erdbeben! Ah, damit tötet er doch sein Cordon. Okay, die hellste Person ist der Typ jetzt auch nicht. Shift V. Ah! Oder Shift V, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Gut. Er hat zu viele Unlicht-Pokémon. Und erst das Glück macht er nochmal Erdbeben. Oder das Teil Schwebe? Ne, ich glaube nicht. Ah, Gigatrain, au, au, ah! Das war's. Gehen, nehme ich einfach Ambujan rein. Wobei Käfer ja sehr effektiv ist auf dieses Pokémon da. Werde ich mich aber erstmal um Pinsir kümmern. Ach, ich hätte Espeon heilen sollen. Und das ist jetzt ein Krypto? Ne, Hariyama habe ich doch schon. Ich hätte Espeon heilen sollen. Ah, das war ein großer Fehler. Ich habe bisher auch kein Safe State gemacht, dass ich den Part einfach nochmal neu beginnen kann. nee, das ist sinnlos. Kannst du es mit Vibrava probieren? Und das ist der Nachteil, wenn man nur zwei Pokémon einzeln trainiert und den Rest komplett ignoriert. Ist zum Thema dieser nee, was mache ich denn? Egal. Nein, dieser EP-Teller, den ich Vibrava gegeben habe, das bringt doch überhaupt nichts. Das kriegt doch überhaupt keinen Erfahrungspunkt. Das ist nämlich schon ziemlich sinnlos. Oh, Glück gehabt. Ernsthaft. Ernsthaft. Okay. Das muss ich wohl akzeptieren. Megani, du bist dran. Habe ich einen Beleber? Stones ist jetzt Bogentime-Flöte. Backclass ist Candy, Quickler, Revive, hier ich hab einen Beleber. Also die Frage, ob ich. Aber jetzt hab's mit Ambujan. Das Teil stirbt sowieso, das kann ich vergessen. Use und nochmal auf Espeon. Und es überlebt ernsthaft. Okay, habe ich schon Glück gehabt. Mehr oder weniger.
Ich nehme mal lieber Espion, ich weiß jetzt nicht. Ich mal lieber hier aus Sicherheitsgründen. Okay, jetzt hat er bestimmt Krypto-Pokémon, oder? Ah, Mist! Der bringt mir ein bisschen Scheiß. Aber ich nehme erstmal Pariyama raus. Oh. One Hit, okay. Oh. Ein Biss kann ich noch machen. Was hat das für. Strike Up hat es noch. Naja, bringt mir nichts. Okay, kein Volltreffer. Ich dachte jetzt schon. Stahlflüge. Nee, warte mal. Okay, mache ich hier. Ich werfe mit dem einen Hyperball. Auf Scamoe natürlich. Und das wechsle ich raus. Und mal so wie Kun. So, mal sehen, wenn es drin bleibt, habe ich Glück. Ich mache es jetzt extra spannend. Naja, jetzt habe ich keine Lust mehr, das spannend zu machen. Jetzt will ich nur noch durchspeeden. Ah, das sieht nicht gut aus. Und Rückstoß, Rückstoß, ich hasse Rückstoß. Hm. 85 Meisterbälle sind natürlich verlockend. Jetzt könnte man natürlich sagen, ich könnte die Meisterbälle auch mal wegwerfen, damit mit mir nicht mehr die Möglichkeit besteht, aber ich bin jetzt niemand, der sich so eine Möglichkeit gerne gehen lässt oder so. Also wenn sich das beim nächsten. Also wenn sich das ständig selbst verletzt, dann werde ich wohl einen Meisterball werfen. Ich habe nämlich keine Lust. Ich habe nämlich keine Lust, dass sich das Teil umbringt. Kurzer Moment. Ultra Ball, los! Okay, es hat noch ein paar KP. Es wird sich beim nächsten Zug bringt sich um. Es wird sich beim nächsten Zug umbringen und jetzt ist die Frage, ob ich vielleicht doch lieber jetzt den Meisterball werfe. Ich mach's jetzt einfach mal hier, Ultra Power. Steelwing! Es macht Steelwing! Nächster Ultra Ball. Okay. Aber was hat es auf einmal gegen Shadow Rush? Aber ich find's gut. Ich find's gut. Vielleicht sind die AP alle? Ich weiß es nicht. 2, 3. Ja!
Ich meine, ich kann so ehrlich sein, ich habe ein Safe State gemacht, aber trotzdem, ich habe es wirklich beim ersten Versuch geschafft. Was sagst du, Nick? Warum teamen wir nicht wieder wie früher? Du, ich und die Snackmaschine. Wir können tun das immer wie wir wollen. Die Welt wird uns gehören. Ist eine ganz schon verlockend. Aber nee. Sorry. Yep. Es gibt kein Zurück mehr. Ja, so werde ich wohl kaum in den Endkampf gehen. Ich gehe jetzt kurz heilen. So, jetzt bin ich nochmal kurz hier, um mir ein paar Pokébälle zu holen. Antidote, nein. Ultra Ball, Netball, Timer Ball. Nope. Ich denke mal, die Ultra Balls werden etwas sinnvoller sein. Hol ich mir mal direkt 50 Stück. Yes. Aber der hat jetzt hier nicht solche krassen Items. So, und da bin ich wieder hier. Und jetzt geht's nach oben. Oh, der ist leider gegangen. Wäre nett gewesen, wenn er noch gewartet hätte. So, mal schauen, was hier oben abgeht. Ich denke, ganz oben bin ich ja immer noch, ne, oder? Wow, was geht denn jetzt ab? Diese Sprites da hinten. Okay, das sieht aber krass aus. Was hat dich so lange aufgehalten? War besorgt, dass vielleicht Konzept dich besiegt hat. Die Zeit kam, dass ich dir die es zurückzahle oder heimzahle. Wir werden kämpfen als Bezahlung für die hohen Loses, die du uns gebracht hast. Ich hoffe, dass wir einen tollen Kampf sehen. Aber trotzdem, du bist hier zum Entertainen. Wait, no. Oh, jetzt kommt so ein richtiger... Ah, jetzt wieder sowas wie in dieser Pyritus-Arena. Naja, nerv nicht. Mache ich die hier noch. Da, den. Was auch immer das sein soll. Eher die, oder? Okay, hoffentlich werde ich nach hinten. Nein. Scheiße. Gut, das reicht nicht. Okay, Porygon hätte ich. Und Miltank, wie sieht's aus? So einen komischen Surfer, du lebst du doch. Ah, gut. Zengo. Oder Zengus. Heißt Goose nicht ganz. Naja. Ich will mich ja hier über niemandes Namen lustig machen. Zengans. Okay. Ah, zum Glück habe ich mir Hyperbälle gekauft. Ich dachte eigentlich, das geht jetzt hier nur gegen. Naja, ein Slam wird wohl nicht so viel abziehen. Ich habe mich eigentlich nur auf diesen Endkampf vorbereitet, aber. Dieses Spiel schafft es einfach, sich unendlich in die Länge zu ziehen.
Ich habe halt nur Angst, dass ich die Pokémon nicht mehr bekommen kann, nachdem ich die einmal verpasst habe. Vielleicht könnte ich mir die auch cheaten, aber es ist ja auch nicht so das Wahre. Das Ganze wird nicht eine Weile dauern. Ja! Das war nach dem fünften Ball oder so drin. Oder nach dem vierten vielleicht. Irgendwas um die Dreh so. Was? Das sollte nicht passieren! Ja, aber es ist passiert und das ist das, was zählt. Bis irgendwann. Ach, jetzt nervt der nächste. Was ist das denn? Ich bin als nächster dran. Wenn ich jetzt A drücke, geht bestimmt der Kampf los. Ich sag mal, ich beende den Part jetzt und dann bis zum übernächsten Mal. Oder bis zum nächsten Mal. Keine Ahnung. Ja, tschüss. Junge, ich glaube, es ist eine Scheiße.